Heute gucken wir uns einfach mal die Tutorials der neuen Hauptstrecke Rhein-Ruhr-Duisburg-Bochum an. Und im nächsten normalen Video, sag ich mal, im nächsten regulären Video hier auf dieser Hauptstrecke von Rhein-Ruhr geht es dann auch wieder weiter mit, wie heißt das noch gleich, mit dem ganz normalen Prozedere, sprich, dass wir dann die Szenarien anfangen, uns anzuschauen, wenn man es mal so bezeichnen möchte. Aber erstmal kriegen wir eine kleine Einführung in diese Strecke. Das ist Essen Hauptbahnhof. Nehmen Sie die Unterführung zum Bahnsteig 10, um einen Zug zu nehmen. Alles klar, machen wir das mal. Das Bahnsteig 10, ach, Unterführung. Okay. Schön nebelig. Ist doch morgens, oder? Ja, ist morgens. Dann folgen wir mal. Ja, jetzt rechts oder links? Okay, hier. Dann schauen wir mal, was uns diese neue, das neue Root Add-on alles so bringt. Selbstverständlich dann auch wieder mit den ganzen. So, haben wir das auch. 1 von 20 Plakaten angebracht. Selbstverständlich auch alles wieder mit Sicherheitssystemen. Ich darf ein bisschen in den Zug einsteigen, kann das sein? Was? Hä? Wir sind doch schon auf 10. Jetzt sollen wir doch einsteigen. Okay. Dann machen wir das doch mal. Setzen wir uns doch mal zu der Dame. Hallo? Setzen wir uns zu der Dame. Also so wie es aussieht, wird es dann ja auch komplett S-Bahn-Verkehr sein. Oder viel S-Bahn-Verkehr. Dann wird es auch wieder spannend. Was die ganzen Zeiten und so betrifft. Die Hauptstrecke Rhein-Ruhr bietet Nahverkehrszüge und Expresszüge im Nordwesten Deutschlands zwischen den geschäftigen Großstädten Duisburg und Bochum. Da werden wir auch wieder den Spaß unseres Lebens haben, wenn wir der Zeit nachjagen. Mal gucken, ob es besser geht. Sie fahren derzeit einen Elektrotriebwagen BR425. Dieser besteht aus Formationen mit 8 Wagen und betreibt Regionalstrecken dieser Region. Bin mal gespannt, ob es weniger Probleme bereitet, was die Zeit betrifft, als Rhein-Ruhr-Osten? Ich glaube ja. Ich glaube, es war Rhein-Ruhr-Osten. Gott, oh Gott. TrainSimWorld ermöglicht es Ihnen, Züge aus einer Auswahl internen und externen Kamerawinkeln zu fahren. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während wir das Äußere dieses Zuges erkunden. Weitere interne und externe Kameraansichten können mit den Zahlentasten erreicht werden. Mhm. Hierher war es nur eine kurze Reise. Schauen wir, was es sonst noch zu genießen gibt.
Willkommen auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Stellen Sie sich der Herausforderung, Pendler auf einer geschäftigen Hauptstrecke zu befördern. Fahren Sie entlang der Hauptstrecke, die die Städte der größten Metropolregion Deutschlands verbindet. Bedienen Sie diverse Verbindungsmuster zwischen verschiedenen Zielen. Halten Sie einen straffen Zeitplan mit vielen regulären Personenzügen ein. Auf der Route können Sie Streckenkarten platzieren, Feuerlöscher ersetzen, Plakate anbringen und mehr Fahrkartenautomaten in Gebrauch bringen. Wählen Sie zwischen Nahverkehrs- und Expresszügen und reisen Sie auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Wunderbar. Ich frage mich, wie man dafür 10 Minuten brauchen kann. Warum ist das auf 10 Minuten ausgelegt? Das ist verwirrend. Dann machen wir das nächste Trainingsmodul, die S-Bahn-EMU-Einführung. Willkommen in diesen S-Bahn-Elektrotriebzügen in der verkehrsroten Lackierung der DB. Diese kurze Einführung umfasst den Umgang mit den Fahrgästen und die Fahrtwiederaufnahme nach einer Notbremsung. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Dementsprechend gab es dann auch... was? Entweder oder... Okay. Heißt das, wir bekommen... Okay, das heißt, würde ich fast sagen, dass wir dieses Szenario prinzipiell zweimal nehmen können. Das heißt, wir steigen erstmal in die BR422 ein. Sie werden viel Zeit auf dem Lokführersitz verbringen. Um das Bedienpult zu aktivieren, stecken Sie den Richtungswenderschlüssel ein. Ja, das kommt mir bekannt vor. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen. Machen wir es mal so, wie es gesagt wurde. Gucken wir. Ja gut, niemand da. Und dann können wir die Tür hier rechts öffnen. Müssen wir nichts mit dem Tabulator, müssen wir nichts mit der Tab-Taste machen. Steigen auf dem alle aus. Wollte glaube ich auch keiner einsteigen, wahrscheinlich ja niemand am Bahnsteig. Wir sitzen auf dem... offenbar, genau. Offenbar. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Steht mir nur dran, dass wir die S1 nach Dortmund fahren, nur Richtung Dortmund fahren. Dieser Triebzug verfügt über einen Kombihebel, der Leistung und Bremse steuert. Derzeit ist dieser im Bremsbereich. Bewegen Sie den Hebel über die Ausstellung hinaus in den Leistungsbereich, um in Bewegung zu kommen. Jetzt bewegen wir uns, bringen mehr Kraft auf und konzentrieren uns auf das Erreichen der erforderlichen Geschwindigkeit. Also wie gesagt, ich fahre jetzt auch erstmal ohne SIFA und so weiter und ohne PZB einfach für... Ich folge einfach nur dem, was das Tutorial mir sagt, so gesehen. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, fahren Sie etwas langsamer, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Hallo, wo ist die Null? So. Genau, ich folge einfach nur dem Tutorial und oder den Anweisungen des Tutorials und dann quasi bei den ganzen Szenarien und was auch immer da vom Fahrplanmodus alles noch auf uns zukommt, wird dann wieder selbstverständlich mit hier Dings Zugsicherheitssystem oder Fahrsicherheitssystem gefahren wie PZB und SIFA.
Müsst ihr ja nicht unbedingt trödeln, wir können ja auch schon ruhig die zugelassene Geschwindigkeit fahren. Gott, oh Gott. Gut. Soundprobleme sind ja nicht. Oh, ja. Sind es Probleme? Ja. Soundabweichungen sind ja nicht das Problem. Sind ja nichts Neues. Hatten wir doch gerade eben schon in dem, als wir nur drin saßen und nichts machen mussten. Wir haben zwar keinen Fahrplan, aber wenn wir gleich wirklich noch in die BR 425 einsteigen, um dort das Tutorial zu machen, müsste man nicht unbedingt das Ganze hier rauszögern, also, hier Dings, ne? Unendlich eine Länge ziehen. Okay, wir müssen jetzt in Essen-Stele halten. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Ja, das mit dem Bremsen wird wahrscheinlich am Anfang noch so eine Sache sein. Vor allem, weil man ja meistens nicht irgendwie alles von einer Strecke am Stück, oder weil man ja nicht irgendwie, was weiß ich, 10 Routen oder 10 Fahrpläne von einer Strecke fährt. Okay, dass der Käse hier schon wieder an ist, geht mir auch schon wieder auf den Geist. Ist halt echt so, man kann ja echt gefühlt 300 Mal diese Kacke ausschalten, dass es nicht generell ausgeschaltet bleibt. Das ist echt zum Kotzen. Oh, das ist Tutorial-mäßig immer da. Diese alte Position. So, Türen entriegeln. Hallo? So. Sieht aber auch schon schön aus, muss ich schon sagen. Von der Atmosphäre her. Stimmt, es geht schon weiter, kann das sein? Ja, kann sein. Türen verriegeln. Versuchen Sie nun, den Zug ohne Anleitung zum nächsten Bahnhof zu fahren. Beachten Sie, dass vor der Ankunft eine Notbremsung erfolgt. Okay. Was auch immer das so bedeuten hat. Ach, 50, ganz vergessen. Wollen wir natürlich auch nicht überschreiten. Wir wechseln mal schon gleich mal auf das richtige Gleis. Jawohl. In 4,8 Kilometer müssen wir jetzt in Essen-Stele-Ost halten am Bahnsteig 4. Ah, hier folgt die Notbremsung, okay. Jetzt
verstehe ich es. Irgendwie, warum auch immer. Verwenden Sie die Handbremse, um den Zug zu halten, während das Bremssystem aufgeladen wird. Oh Gott, oh Gott. Steigen wir mal aus. Federbremse anlegen. Okay. Lösen Sie die Notbremse. Der Zug wurde zurückgesetzt. Er kann also weiterfahren. Und hier die Federspeicherbremse lösen. Kehren Sie wie zuvor zur Streckengeschwindigkeit zurück und bereiten Sie sich darauf vor, am nächsten Bahnhof anzuhalten. Alles klar. Dann machen wir das mal. Und halten wir jetzt tatsächlich nicht mehr in Essen. Oh Gott, war das jetzt Spiele Ost? Ich hab's wieder vergessen. Sondern Essen Eiberg. Vielleicht wird das ja mit dem Sound im Laufe der Zeit geändert. Denken Sie daran, die Bremsen frühzeitig und vorsichtig zu betätigen, um den Fahrgästen eine angenehme Fahrt zu bieten. Aber sicher doch. Es war ein bisschen zu früh, aber egal. Kleiner Bahnübergang, die Hupe funktioniert nicht mehr, das ist auch schön. Aber funktioniert die Hupe nicht? Was ist das denn? Na, na, egal. Hat niemanden erwischt. Dann wollen wir mal entspannt halten. Oder doch ein bisschen stärker. Und die Türen öffnen. Jetzt ist es aktuell noch ein bisschen relativ egal, ob man jetzt den ja, die Zeit vertrödelt, wenn man draußen mal ein bisschen die Perspektive sich anschaut. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieses Zuges durchgegangen. Die hier erworbenen Fähigkeiten können direkt auf ähnliche S-Bahnen angewandt werden. Weitere Details zu den Steuerungen beider Züge finden Sie in der Anleitung. Alles klar. Interessant, okay. Da habe ich offenbar irgendwo. Ja, bin ich zu schnell gefahren. Also das war der eine Abschnitt da. Ich wusste eigentlich, dass man auch bei den Tutorials das noch bekommt. Also Goldmedaille oder Medaillen allgemein bekommt. Dann hüpfen wir mal fix wieder rein ins Tutorial und steigen dann in die BR425 ein. Dann wollen wir mal jetzt hier in die BR425 einsteigen. Sie werden viel Zeit auf dem Lokführersitz verbringen. Die RE11. Okay. Ich bin auch unsicher. Ja gut. Ja, doch ist anders. Also auf Dings saß ich in der BF422, nicht der 425. Um das Bedienpult zu aktivieren, stecken Sie den Richtungswenderschlüssel ein. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Ey, hallo, dankeschön. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen. Okay. Ja,
Ist sicher. Ist auch interessant. Ups. Blinkt das immer? Die kann man tatsächlich betätigen. Okay. Faszinierend. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Okay. Dieser Triebzug verfügt über einen Kombihebel, der Leistung und Bremse steuert. Derzeit ist dieser im Bremsbereich. Bewegen Sie den Hebel über die Ausstellung hinaus in den Leistungsbereich, um in Bewegung zu kommen. Dann geben wir mal Schub. Jetzt bewegen wir uns, bringen mehr Kraft auf und konzentrieren uns auf das Erreichen der erforderlichen Geschwindigkeit. Okay, wir dürfen jetzt auch 130 fahren, okay. Schubbetrieb wird eingesetzt. Ups, die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, fahren Sie etwas langsamer, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Macht Sinn. Und noch kann man ein bisschen Gas geben. Ist aber auch interessant, wie unterschiedlich die Soundkulisse oder die Soundlautstärke zwischen den einzelnen Triebwagen ist. Hier ist es deutlich lauter, der Sound. Ich mache jetzt ein Essen Krai Süd. Krai, wie auch immer. Lauter, also beim anderen muss ich bei der BF422 muss ich den Sound eher hochstellen. Damit ihr auch ein bisschen was von dem Sound habt. Oh! Die habe ich komplett verschwitzt. Hoppala. Ich hab's doch eigentlich gesehen gehabt, aber gut. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Ist der Käse schon wieder an. Okay, dann muss ich mich trennen. Versuchen daran zu erinnern, dass ich jedes Mal, wenn ich das Spiel starte und jedes Mal, wenn ich ein neues Szenario auch noch angefangen habe, da gucke, dass ich den, dass die Haltetafel aus ist und nur die Wegbeschreibung an ist, also diese Zielpunktgedöns kam da. Jetzt blinkt immer, wenn man angehalten hat. Okay, das ist schon mal. Das ist. Kann man auch schon sagen, es ist praktisch. Dadurch kann man es halt nicht vergessen, weil man noch einen Sound hat, dass irgendwie die Türen noch nicht offen sind und so weiter. Oder dass man die Möglichkeit hat, die Türen zu öffnen.
bin mal gespannt. Also es scheint ja doch schon umfangreiches Schienennetz zu sein. Noch schön gemappt. Wie es ja eigentlich immer ist. Versuchen Sie nun, den Zug ohne Anleitung zum nächsten Bahnhof zu fahren. Beachten Sie, dass vor der Ankunft eine Notbremsung erfolgt. Na gut, Wattenscheid wird es ja nicht werden. Haben wir ja gerade eben beim letzten Mal gemerkt, dass wir dann plötzlich doch einen anderen Bahnhof hatten. Ah, ich freue mich schon auf die Szenarien, auf den Fahrplanmodus. Ich würde auf 160 fahren, das ist ja geil. Was auch super ist, dass bei diesen Notfall-Simulationen, kann man es nur nennen, nicht die Warnsysteme reinschlagen und dir das Ohr wegpiepen. Da sieht man zumindest, aber bekommt man zumindest auch ein Gefühl, ja, Gefühl kann man es eigentlich nicht nennen, weil das Gefühl auch sobald man wieder auf einer anderen Strecke gefahren ist, wieder weg ist. In anderen Zügen. Triebwagen. Verwenden Sie die Handbremse, um den Zug zu halten, während das Bremssystem aufgeladen wird. Der Zug wurde zurückgesetzt. Er kann also weiterfahren. Kehren Sie wie zuvor zur Streckengeschwindigkeit zurück und bereiten Sie sich darauf vor, am nächsten Bahnhof anzuhalten. Was ich interessant finde, dass man hier gar nicht wirklich auf irgendeinen Bremsdruck achten muss. Ich hätte gedacht, dass man irgendwie noch unter Schlur gesagt bekommt, okay, achte darauf, dass der Bremsdruck, keine Ahnung, XYZ erreicht. Wir müssen jetzt doch einen Wattenschein anhalten, das ist auch interessant. Und wenn der so den und den Druck erreicht, kannst du dann die Federstellbremse, wie ist sie nochmal? Die Federspeicherbremse lösen. Hätte ich ja eher erwartet, aber gut. Denken Sie daran, die Bremsen frühzeitig und vorsichtig zu betätigen, um den Fahrgästen eine angenehme Fahrt zu bieten. Okay. Das Geflackere der weiß ich noch gleich, der Instrumente ist ja auch ein bisschen störend. Na gut, vielleicht ist auch so ein Ding, was noch behoben wird. In einer Riegel mit die Türen. Das klingt, als ob die Warndick entlang an wäre.
Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieses Zuges durchgegangen. Die hier erworbenen Fähigkeiten können direkt auf ähnliche S-Bahnen angewandt werden. Weitere Details zu den Steuerungen beider Züge finden Sie in der Anleitung. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, müssen wir aussteigen? Nee. War doch. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert. Aber diesmal haben wir uns die Goldmedaille geholt. Das heißt, wir haben es schon mal gesichert. Krass. Okay, das gab auch mal ein bisschen ordentlichen Ausschub für die Hauptstrecke. Allein Level 3 nur für die Tutorials. Und die BR425DB hat es natürlich auch ordentlich gepusht. Vom Sound her finde ich die schon nice, muss ich schon sagen. Ja, wie gesagt, das war das Tutorial. Von der neuen Strecke. Und wie gesagt, beim nächsten Mal gibt's dann das erste Szenario. Wir können einfach mal gucken, was für Szenarien das alles so gibt. Und dann geht es auf alle Fälle beim nächsten Mal, wenn wir uns auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr-Duisburg-Bochum befinden. Geht es dann, okay, es gibt 5 Szenarien, okay. Dann werden wir ein Szenario fahren, also dementsprechend Verbindung über Essen. Und okay, interessant. In der BR425DB und schlängeln uns dann hier entlang. Die Strecke ist ja, vergleichsweise überschaubar. Von umfangreichen Linien geziehe. Genau. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht. Und ich sehe euch nochmal im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.